Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends mit mir, den Simon. In dieser Folge spielen wir Djinn. Zum ersten Mal. Ich habe mir den gerade eben gekauft. Ich weiß grob, was er kann. Ich habe halt Videos schon mit ihm gesehen. Ich weiß, dass er so ein Magazin quasi hat, was sich halt auflädt. Wie bei Graves quasi. Graves habe ich viel gespielt. Also ich kann mir vorstellen, wie er funktioniert. Und halt relativ viel Range und so ein Shit mit seinen W-Skill. Alter Schwede, geht er weit. Ganz cooler Champ auf jeden Fall. Auf jeden Fall im Moment übelst Meta. Wir haben einen Bard-Support. Der ist Main-Bard. Was schon mal gut ist. Witzigerweise war der Zion als Support drin. Aber der Bard und der Zion sind anscheinend Premates. Die haben gewechselt. Glücklicherweise. Ich hatte schon echt ein bisschen Angst, als ich Zion-Support gesehen habe. Der Bard-Support, der wird bestimmt cool. Ansonsten spielen wir gegen eine Vayne und einen Thresh. Die sind beide, die spielen zusammen. Also habe ich ein bisschen Angst. Wenn ich ehrlich bin. Der will anscheinend Toplane anfangen, der Lee. Ein Sklave meiner Leidenschaft. Also, man kann ja viel sagen über Djinn, aber auf jeden Fall hat er den kurzen Stimmenübersetzer. Also, die kurze Stimme, die hört sich voll fett auf Deutsch an. Die haben da auch, man hat so ein bisschen gehört, der macht da so ein, die haben da so eine Verzerrung drüber gemacht, aber auf jeden Fall eine coole Stimme. In der letzten Folge haben wir Lucian gespielt, das lief ja nicht so gut. Seitdem sind bestimmt irgendwie schon 4 oder 5 Games vergangen, bis ihr das hier seht. Also, ich habe echt versucht, viel aufzunehmen, aber immer kriege ich übelste Spaß, die Runden. Also, die sind voll, oh Gott, furchtbar. Entweder... Also einmal ist mein Internet abgekackt, dann einmal hatten wir übelst den Troll-Support und dann einmal, manchmal sind wir auch einfach nur Kacke oder sowas. Ich frag mich, wie der nachlädt. Hier hätten erstmal ein paar Minions, ne? So und zack. Und der letzte ist jetzt heftig, ne? Okay, der hat aber noch gar nicht so viel Damage. Scheiße. Den habe ich schon verpasst. Oh lol. Alles klar, der Yasuo hat erst ein Kill schon gemacht. Ist halt ein Yasuo, ne? Also. Der gibt da an mit seinen riesigen. Mit seinem Main-Ding. Der Bart ist bestimmt übel gut. Da freue ich mich schon drauf, dass ich mit dem spielen darf. Es ist echt schwer, Supporter zu finden, weil halt wenige Leute Supporter spielen wollen, wa? Okay, den haben wir. Machen natürlich die W. Soweit ich weiß, snared die W. Snared heißt es, glaube ich. Oh Gott, jetzt habe ich den verpasst, weil ich nicht, weil ich nachladen musste. Wie doof. Das heißt, wenn man den irgendwie angreift und dann die W trifft, dann hat man halt diesen Effekt, ne? Lol, scheiße, ich bin so ein Noob. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir keine Ward da haben. Okay, ich muss nachladen. Der lädt auf jeden Fall von alleine nach, also wie Graves. Ah, warte, ich kann mal meine Q dahin machen. Scheiße. Oh, wie wenig ich getroffen habe. Das ist ja der Shit. Ich sacke gerade ein bisschen. Aber das ist NP. So, nachladen. Wie gesagt, das ist First Time Djinn. Ich habe echt noch keine Ahnung, wie der geht. Scheint aber interessant zu sein. Okay, level ich die Blumen? Ich glaube nicht, oder? Meine Ulti ist ja so witzig. Das ist ja das Coole an den Champion, oder? Oh, guck mal, da haben wir alle Minions mitbekommen und ihr Damage gemacht. Das ist ja witzig. Das ist echt witzig. Bart ist, glaube ich, richtig krass mit seinem Stun. Und wenn ich dann nochmal meine W hinterher mache, das könnte ganz schön brutal werden. So. Jetzt habe ich Minions schon wieder durch Nachladen nicht bekommen. Wie geil. Ich sollte mal versuchen, meine W zu treffen, wa? Ich habe noch genau 2 Schüsse für 2 Minions. Ich versuche einfach wegzukommen. Ja, ja, ich gehe ja schon. Oh, ich kann mir die Heilung holen, ne? Warte, das ist ein cooler Support. Guck mal, ich bin wieder voll. Der hat voll viel Damage gemacht, auch der Bart, habe ich das Gefühl. Okay, ich nehme das gut. Okay. Wow, okay. Ich weiß nicht, wie meine E funktioniert. Ich tue da einfach mal was hin, wa? Meine W ist auf jeden Fall echt schnell. Das ist ganz schön krass, wie schnell meine W ist. Upsala. Okay. Das hat nicht viel Damage gemacht. Ich werde mal warden.
Ich habe ein bisschen mehr Farm, aber allgemein haben wir relativ schlecht hier unten gerade gefarmt. Ja gut, der Jesu macht Kills. So kennt man den ja so. So kennt man ihn. Ich weiß nicht, wie es am meisten Sinn macht, meine E einzusetzen, ne? Alter Schwede. Wenn mal ein bisschen pushen damit. Mit meiner E weiß ich halt nicht, ob ich die wirklich irgendwo hinstellen soll. Oh, wir kriegen einen Gank. Könnte ziemlich gut werden. Okay. Oh Gott. Oh oh. Ja, das war interessant. Oh Scheiße, ich musste nachladen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Oh, wie wenig Schaden ich auch mache, ne? Noch. Oh oh. Okay, wir sind weggekommen. War aber dangerous, war aber richtig dangerous. Tun wir da einfach mal so eine Pflanze hin. Ja, ich habe auch Angst, keine Angst. Ich werde nicht noch weiter reingehen. Jetzt haben wir gleich viel Farm. Wenig Damage ich noch mache. Man gewöhnt sich halt an diesen Crit, der so ultra angenehm ist. Ich leg es einfach mal in die Minion. Oh ja, damit kann ich ja farmen. Stimmt, mit meiner Q kann ich ja so gut farmen, ne? Alter Schwede, der geht ganz schön weit, der Hook, tatsächlich. Meine Garderobe? Wovon redet der? Okay. Ja, der will die Seele haben. Oh, jetzt sie weg. Der Supporter ist gerade am Arsch der Welt. Aber kein Problem, ich lade einfach nach. Okay, den habe ich sogar noch bekommen. Oh oh, lol. Kommt der noch weg? Ich hoffe ja, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Ich sollte nichts machen. Ich sollte einfach gehen. So, wie wollt ihr den chasen? Okay, alles klar. Die verlieren jetzt Farm. Dadurch werde ich das ein bisschen worth machen. Ja, gut. Scheiße, lol. Wie viele? Lol, wie viele einfach? Da waren ja 1 Million Leute da unten. Wir gehen auf. Worauf gehen wir? Und das. Wir gehen ganz normal auf Jomus Geisterklinge und danach auf Crit? Fragezeichen? Ich glaube schon. Ich glaube, das macht Sinn. Jomus, wo ist das? Da. 2 Pots und dann gehen wir wieder auf die Lane. Genau 50 CS zur 10. Minute circa. Wir haben mehr als sie. Aber sind leider jetzt gerade einmal gestorben, was ein bisschen doof ist. Jetzt machen wir auf jeden Fall auch mehr Damage. Also escapen kann ich echt schwer. Das habe ich gerade übel gemerkt. Ne? Ich meine, ich konnte den Fresh hat mich nicht gehuckt, aber der Rex, der kam einfach an, konnte mich killen. Natürlich mit dem Fist zusammen, der ja auch noch kam. Konnte ich mit meiner Ulti die auch nicht wirklich wegschrecken, ne? Weil meine Ulti lässt mich ja nicht so. Durch meine Ulti bin ich ja nicht schnell oder irgendwas. Oder meine Ulti kann mich nicht richtig saven. Meine Ulti kann nur snipern. Zack. Zack.
Nachladen und zack. Okay. Wie ich alle treffe dadurch, ist ja voll krass. Also ich habe einen, auf jeden Fall einen Clear. Wie der mit dem letzten Übel ausholt. Leute, den Q hast du nicht gesehen, okay. Die sprechen auf jeden Fall Deutsch. Das ist schon mal nice. Kostet auch gar nicht so viel Mana, die Spells tatsächlich. Wie gesagt, es ist immer noch First Time. Ich habe noch nicht viel Ahnung von den Champion. Der Bart macht Kills, das ist gut. Aber ich halt nicht da, ne? Er roamt sehr viel. Er roamt auf jeden Fall übel viel, aber die Wayne ist auch gerade da oben, ne? Okay. Letzt müssen wir schnell loswerden, damit wieder. Oh, der Zion. Ich werde hier einfach unten bleiben und farmen. Scheiß. Ich bin ja relativ schnell im Clearen. Ich glaube, ich kann sogar Gebäude kritten, oder? Jetzt will ich den kritten mit den Angriffen. Ja, tatsächlich. Okay, steht 5-11. Die Wayne ist gerade gestorben. Und hat über viel Farm verpasst. Zack. 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 Ja, ist gerade der Farming Simulator so ein bisschen, ne? Oh, den habe ich nicht bekommen. Den kriege ich aber, oder? Ja, mit Nachladen. Immer noch Miss. Okay. Inszenierung, wovon redet der? Können Drake machen, oder? Wollen wir Drake machen? Ist der überhaupt da? Ich baller einfach mal drauf. Mehr kann ich auch nicht machen außer Rechtsklick. Der war sowieso gerade nicht unten da, deshalb. Boah, der Crit, ey. Können wir ihn jetzt killen? Okay. Okay, das war ein bisschen daneben. Tja, die konnten wir free killen, ne? Und jetzt sollte ich mir die Minions holen. Ja, Ulti. Wie mach ich die? Leute, wie mach ich die? Holy shit! Ich habe meine Ulti einfach abgebrochen. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Muss ich dann nochmal Ulti drücken? Bestimmt, wa? Das war ein bisschen Fail. Das sah richtig geil bestimmt auch aus. Erstmal übel verkacken. Der Jungler macht mir gar keine Pressure. Ich kann hier durchgehen. Einfach den Turm angreifen. Also ich habe keine Ahnung, wie die Ulti einfach funktioniert. Ne? Ich denke, ich werde mal R drücken müssen. Dadurch ist der Bart noch fast gestorben, weil ich voll verkackt habe. Zack. Greifen den Tower an. Es läuft eigentlich. Aber wirklich viel haben wir nicht gemacht, außer gefarmt halt, ne? So, der Tower sollte eigentlich fallen. Ich lasse den die Minions noch töten, dann verliert die Farm. Das ist übel LCS, was ich gerade mache. Okay, der Tower fällt nicht. So, jetzt. Hehehe. Ich glaube, die haben schon innerlich surrendert. Warum kriege ich entweder solche Games, wo ich, ey, also bis jetzt ist es Farming Simulator. Ich habe 4000 Gold einfach. So. Übelste Farming Simulator. Entweder kriege ich solche Games, oder ich kriege Games, wo wir komplett zerrippt werden. Wer hat denn überhaupt Kills von denen, der Fizz? Wir machen alles alleine. Der Bart ist nie bei mir. ich hab quasi Solo-XP. Was geht mir normalerweise? Schwarzes Beil? Oder direkt Crit? Ich denke mal Crit, oder? Ich werde, glaube ich, Crit gehen. Essenzräuber? Ja. Komm, zack, das passt gerade ganz gut, ne? Ja, ich will eigentlich auch mal Damage machen. Wir haben halt auch... Unser Yasuo hat 14-2?
What the fuck? Gut. Alles klar. Der hat 14-2. Jesus ist so dumm. Jesus ist so ultra dumm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum der so dumm ist, Yasuo. Im letzten Game war der auch schon so krass. Der killt einfach alle easy. Die finishen gerade in der Mitte. What the fuck? Was für eine erste Trollrunde. Ich denke mir, dieser Strahl ist die W. Wie oft bounce diese Kugel eigentlich maximal? Steht das dabei? Und den hier auch noch. Bounced auf jeden Fall ein paar Mal, wa? Aber wir versuchen die zu töten, die ist alleine. Die hat bestimmt gar nichts. Die hat 0-3. Die Arme. Wow. Konnte mich killen, einfach durch ihre, mit ihrer Ulti. Ja gut, im Nahkampf habe ich halt nicht so viele Chancen, ne? Wow. Also ich kann halt nicht, ich habe auch gar nicht so viel mehr Farm. Ich kann halt meine Ulti, konnte die jetzt besser einsetzen, ne? Mit meiner Ulti kann ich ja wirklich nur im Fernkampf was machen. Was kaufe ich mir denn jetzt? Ich war auf dem Weg nach hier hin, ne? Genau. Essenzräuber. Wegen den Fähigkeiten. Ist, glaube ich, ganz gut. Die W ist halt echt gut. Mit Jhin, auf jeden Fall. Boots sollte ich ausbauen. So Boots hole ich mir, da. Die hole ich mir. Wir haben einen Inneb. Der Yasuo kann da komplett. Yasuo ist so langweilig. Ohne Scheiß. Yasuo ist einfach ultra langweilig. Durch Yasuo irgendwie ist das Game übelst langweilig. Hey, ich hab Kill. Okay, man muss R drücken. Das war ja witzig. Die Ulti ist echt ganz cool. Ich werde jetzt mehr fighten auf jeden Fall, damit ich hier irgendwas hier mache wenigstens. Aber dann geht's zum Yasuo. Er ist tot. Hihihi. Zack, zack, zack. Spawnst ein bisschen rum. Die W ist halt echt übel gut. Ah, den habe ich vorher nicht gehittet, deshalb wird er nicht so. Das ist ja kein Stun, das heißt Snare, glaube ich, was mit dem dann passiert. Oh, er geht rein. Und ich bin tot wegen ihm. Scheiße. Und ja, so kriegen wir gar nichts hin. Wir müssen die Leute jetzt feeden, damit ihr so nicht so leicht einfach das Game alleine gewinnen kann. Ich glaube, das könnte er sogar. Scheiße, so, ey. Hier so ist so ein Mist-Champ, ne? Die Leute, die den spielen können, so ein bisschen, die sehen dann immer so krass aus. Das ist so heftig einfach nur. Der scheint komplett OP zu sein, anscheinend. Gab's denn eine Änderung? Nee, oder? Die Katze hat keinen Spaß mehr am Leben. Schreibt unser Yasuo. Tja, und wir alle stehen. Okay, er steht 5-1. Ich stehe sogar negativ jetzt. Der Bart steht 3-1, lol. Ich will eigentlich nicht mehr farmen. Ich will eigentlich mit den Leuten rumlaufen. Alter, was ist das für ein Tryhard denn? Der backdoort jetzt. Das ist ja mega dumm, der will das einfach komplett finishen. Guck mal, wo der ist. Ist komplett am Tryharden, der Typ. Der will das Game einfach, dass es vorbei ist. Okay, wir gehen auch mal Mitte. Die werden wahrscheinlich gleich surrendern. Wobei die 13 Kills immerhin haben, ne? Guck mal, jetzt ist der ja so tot. Jetzt haben die eine Chance. Cool, ne? Ja, okay, der will. Kannst du den hitten? Tja. Das hat nicht viel gebracht.
Die Landing Phase war leider irgendwie viel zu kurz. Das war ein bisschen sad. Wie der hier so durchrasiert hat, ne? Oh, es hat getroffen. Oh oh. Ach Gott, ey, das ist voll bescheuert im Moment. Die ficken uns halt komplett. Mich auf jeden Fall. Der Zoom macht das halt alleine. Wir feeden gerade wirklich nur noch rein. Das ist übel, das Troll-Game. Ja, was eine Clown-Fiesta. Das ist voll bescheuert, weil wir fühlen uns voll ahead und sterben einfach komplett. Ich kann halt gar nicht escapen, darum muss ich mich gewöhnen. Ich kann halt, kann kein bisschen escapen, oder wie er wieder reingeht. Okay. Was ist der Damage, der auch macht, ey? LOL! Ich habe ganz kurz weggeschaut, der ist instant gestorben. Scheint mir ein bisschen lame für die Gegner zu sein. Immerhin habt ihr gutes Gameplay gerade. Und er ist tot. Voll am Ausrasten, der Typ. Keine Ahnung, wenn die sich wieder aufbauen können. Ich weiß nicht. Ich mach einfach die Minions. Ist halt kein Ranked, also. So richtig tryharden muss man nicht wirklich. Richtig tryharden werde ich halt jetzt hier die Minions machen, aber ich mache es eigentlich auch nur, weil ich sowieso eigentlich richtig schlecht fighten kann, wenn wir keine Frontline richtig haben, ne? Ich glaube, unsere Leute sterben gerade da hinten, oder? Töte ich immer die Minion, die das erwischen sollte? Also wenn ich meine Q mache und den Minion töte, auf den das gerade springt, ich glaube, das ist nicht so gut. Die scheint aber auch nicht so unendlich zu bouncen. 1, 2, 3, 4. Bounce die öfter. Ist das eine Wahrscheinlichkeit? Jim wird ein Proton in normalen Schaden von das Proton kann bis zu 4 Ziele treffen. Okay. Ja. Oh. Schade. Da hätte ich den Fizz lieber mehr angreifen sollen. Oh, unser Jesus wieder da. Zack. Und Jen ist trotzdem ein cooler Champion eigentlich. Ich meine, ich hätte den jetzt nicht das ganze Potenzial hier mir angucken, ne? Wie ich auch quasi durchgehend gefreefarmt habe, aber der ja so trotzdem mehr Farm als ich hat. Ja, der war halt überall, wa? Und jetzt dive der so ein bisschen. Kann sich halt alles erlauben, der Typ. Ich weiß nicht. Ich hätte ja so bannen sollen. Okay. Der hat was probiert. Muss halt selbst, wenn der Suso YOLO reingeht, muss ich trotzdem hinten stehen. Das ist mega dumm, das Game. LOL. Oh, sie haben ihn ein bisschen in den Tower bekommen. Wow, wie er mich trotzdem noch killen kann. Ich bin ja komplett useless. Tja, ich bin scheinbar komplett useless. Der Yasuo. Das war mega dumm, das Game. Das war mega dumm. Das war jetzt quasi wie das andere Lucian-Game, nur dass Yasuo diesmal bei uns waren. Tja, gewonnen. Tja, ich würde sagen, wir nehmen die Folge, meine erste Gym-Runde, einfach komplett gekillt von Yasuo. Auf der Lane ging es irgendwie, wir haben uns nicht richtig abreißen lassen. Der Bart war nie da, warum auch immer. Ich glaube, der Bart wollte lieber mit seinen Teammates da spielen. Ich glaube, das waren alle Deutsche, oder? Sah irgendwie so ein bisschen nach aus. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.